SUEs lockern oder nicht, das fragt sich gerade die japanische Zentralbank. Ist die japanische Yen vielleicht stärker, als wir alle glauben? Ranjit Sandhu, Geschäftsführer aus den London Stone Securities, wird mir heute seine Prognosen für das US-Dollar-Yen-Paar verraten. Ein unerwarteter Abstieg im industriellen Bereich könnte den wirtschaftlichen Zuwachs in diesem Quartal abbremsen. Aus diesem Grund fürchtet man die anstehende Sitzung der japanischen Zentralbank, die auf den 30. Oktober geplant ist. Wie hat sich Ihre kurzfristige Prognose von 1,21 demnach verändert? Momentan befindet sich der US-Dollar-Yen-Handel in einem engen Raum zwischen 1,18 und 1,21. Kürzlich wurde ein Wert von 1,20,5 fixiert. Das Resistenzniveau bei 1,21 hält einen weiteren Aufstieg ab. Falls die Zentralbank eine weitere Lockerungsrunde einführen sollte, was durchaus wahrscheinlich ist, wird die Yen das Niveau von 1,21 durchbrechen und auf 1,24 klettern. China und dessen Entwertungsrunde erzeugt Gegenwind für die japanische Wirtschaft. Einige Analytiker rechnen mit einem weiteren Abstieg der chinesischen Wirtschaft. Ihre mittelfristige Prognose legt einen Wert von 1,19 fest. Inwiefern wird die chinesische Wirtschaft die japanische Yen mittelfristig beeinflussen? Sie haben recht, die chinesische Wirtschaft hat es gerade nicht einfach. Um die Landeswirtschaft zu retten, hat die Zentralbank dessen Leitzins einige Male bereits gesenkt und die eigene Landeswährung devaluiert. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Die Yen stärkt dessen Positionen bezüglich der Yuan. Bis zum Ende dieses Jahres und vielleicht bis einschließlich der ersten Jahreshälfte von 2016 wird die Yen dessen starke Position aufrechterhalten. Unsere mittelfristige Prognose hängt direkt mit den kommenden Handlungen der chinesischen Zentralbank zusammen. Alles hängt davon ab, ob China dessen Landeswährung weit entwerten wird oder nicht, was die Yen wiederum auf 1,20 befördern könnte. Beide Länder sind wichtige Handelspartner. Aus diesem Grund wird China das Land Japan sicher beeinflussen. Die Beamten scheinen mit dem aktuellen US-Dollar-Yen-Wechselkurs zufrieden zu sein. Die Geschäfte in Japan profitieren von einem stabilen Kurs. Was hat Ihre langfristige Prognose von 1,17 beeinflusst? Ein stabiler Wechselkurs stärkt die Gewissheit bei den Menschen. Von dem ungezwungenen Verhältnis profitiert das Land. In den kommenden 12 Monaten wird die japanische Wirtschaft dem aktuellen Trend folgen, was die Position der Yen wiederum stärken wird. Auch bezüglich des US-Dollars. Vieles wird von China abhängen. Wie gesagt, langfristig prognosieren wir ein Niveau von 1,17. Ranji, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.